wissen, es ist eine Notwendigkeit, den Rückkampf zu machen. Einmal auf Olavi steht auch zur Diskussion. Es sind grundsätzliche Entscheidungen, das war ja von RTL vorher gefragt, Cruisergewicht gegen Schwergewicht, da ist hier heute Abend auf jeden Fall noch eine offene Rechnung da. Das muss man einfach so sagen. Den Kampf würde ich gerne nochmal sehen. Der Angebot war gemacht und abgelehnt innerhalb 20 Minuten. Ja, ich frage mich nur, was passiert, wenn die mal ein Purse-Bit verlieren, wenn die so exklusiv verbunden sind. Was passiert denn, wenn Povetkin Klitschko zum Purse-Bit geht und wir gewinnen den Purse-Bit? Da müssen die Titel niederlegen, weil die Purse-Bit verloren haben? Oder wie würde das dann funktionieren? Also wenn ich frage, ist es ziemlich arrogante Antwort, wenn ich sage, ich bin exklusiv verbunden. Aber das ist ein separates Thema jetzt. So, zurück zum sachlichen und fachlichen. Es sollte hier auf jeden Fall ein Rematch geben. Die Frage ist genau, wie es gesagt hat, ist auch ein bisschen eine WBO-Entscheidung. Ich würde lieber einen Kampf Teil 2 von heute Abend sehen als Teil 3 von Afolabi, ja, muss ich auch sagen. Ich fand das auch als Fan, muss das super rübergekommen haben. Alles, was ich sehe online, Twitter-mäßig, ist das bombastisch rübergekommen, ob in England, Frankreich, USA. Also das ist wirklich sehr gut rübergekommen. Also da weiß ich, ich weiß, dass Luan es von einer Seite sieht, wir sehen es von der anderen Seite. Es war ein knappes Ding. Ja, und du von Knappheit nicht sprechen. Also bitte, Luan, ich widerspreche dir. Lass uns mal die Kassette zusammen. Wir können noch in 100 Jahren diesen Kampf sehen. Aber der Kampf ist aber knapp. Wir können so nicht von der Knappheit so nicht sprechen. So. Nein, Luan, es kann nicht sein, dass die ganze Boxwelt, ja, und ich rede über USA und England, das sind nicht Leute, die ich überhaupt kenne, dass die für Hook gepunktet haben. Ich sage jetzt nicht auch, dass ich diese 6 Punkte ist ein Schwachsinn. Ja, und es war ein knappes Ding und ich verstehe, warum ihr rumschreit, verstehe aber auch, warum ich hier bei Mann verteidige. Situation, wir ganz sind einfach eigentlich auf uns selbst angewiesen. Ja. Wir haben keinen Promoter, der uns promotet, sondern wir sind eigentlich. Ja, aber was macht das aus? Ja, es macht aus, weil das ist deine Veranstaltung. Ja, das ist deine Punktricke, die du bezahlst. Und Weltmeister muss man als Challenger muss man genug tun. Deine Punktricke, die belohnt werden von dir. Und sie bekommen hier 500 Euro und gehen sie wieder zurück. Ich habe ja in meinem Vorfeld gesagt, ich finde das einfach, ich finde für den Boxsport schade. Ich wirf dir das niemals vor, Gottes Will. Das würde ich nie machen. Dafür kenne ich die viel zu lange und ich weiß, dass Sauerland ein fairer Partner ist. Und ich weiß, dass Sauerland eigentlich Würde hat und diesen Rückkampf geben wird, das weiß ich. Und der Marco wird auch machen, weil ich weiß, Marco ist ein Ehrenmann und er wird sicherlich, er weiß, es bedrückt ihm tief drin, dass er den Kampf zurückgibt. Aber für den Boxsport war wirklich irgendwie schade so ein Urteil. 117, 111, das ist ja, er muss einen anderen Kampf gesehen haben. Wollen wir diskutieren, machen wir endlich Schluss mit diesem Spiel. Aber war ein knappes Ding. Jeder sieht das an, guckt das mal an. Und dann telefonieren. Hallo, aber nochmal fortsetzen jetzt. Mit dir telefonieren. Die Frage muss ich am Montag antworten, tut mir leid, können, aber heute Abend bin ich noch ein bisschen in diesem Kampf noch drin. Also, wie es weitergeht, ich weiß nicht. Also, ich glaube, die Antwort von Klitschko in irgendeiner Zeit, wir würden, ich habe auch gesagt, also Schwergewicht ist erst für mich ein Thema, eigentlich in Jahr, anderthalb Jahren. Aber natürlich, wenn Marco diesen Kampf so will, dann haben wir ein Angebot gemacht. Und das Angebot ist ein Wahnsinnsangebot. Und was mehr kann ich machen? Ich lasse aber nicht Marco bei RTL boxen. Ja? Tut mir leid. Ja? Und das ist, da bin ich exklusiv verbunden. Nur ich stelle noch mal die Frage, weil viele Leute haben gesagt, PR-Gag, was immer. Ja, wie ist die Antwort denn? Exklusiv verbunden. Wie funktioniert das dann? Wenn es ein Purse-Bit gibt, das muss mal ein Journalist mal fragen. Wie würde es funktionieren, wenn Klitschko, Povetkin jetzt den Purse-Bit von uns gewonnen haben? Dann würde der Klitschko Purse-Bit gewinnen. Selbstverständlich, der kaufte die Kämpfe.
Also ihr kauft den CrossFit, indem er natürlich mehr Geld bietet als ihr. Ja, und was passiert, wenn wir mehr bieten? Wenn ich nicht das kann ich mir nicht vorstellen. Rico, entschuldige. Das will wir mal sehen. Also, aber was ist das? Nein, du weißt, das ist schon eine komische Antwort. Na gut, ich glaube, wir wollen nicht mehr so lange hin und her diskutieren. Die Sportler stehen noch für einzelne Interviews zur Verfügung. Das kannst du dann auch noch mal einzeln fragen. Ich glaube, alle haben genug gelitten, gearbeitet, wie auch immer. Mir bleibt nichts übrig, als noch eines zu machen, natürlich.